So, ja. Mal kurz gucken. Ah, super, schön voll. Was bist du denn? Okay, dass das nicht erlaubt war, wusste ich nicht. Sauber, Grease Boards. Das war 1 von 5. Also das Schema scheint immer dasselbe zu sein. Mit all drücken oder mit der Bewegungssteuerung die Form machen. Die Steuerung habe ich langsam raus. So einigermaßen. Geht natürlich auch, schätze ich mal, noch besser, aber geht auch mit Sicherheit noch schlechter. Sauber. Oh, da hat er aber schnell gespult. Auch wenn die Graffitis bei Getting Up ein bisschen detailgetreuer sind. Als das sogar schon eine Straftat. Hilfe. Aber das ist wieder so ein Beispiel, wie geil ich es finde, was man hier alles machen kann. Oh, ihr seid aber ganz krank, da steht gar nichts. Sprayend freigeschaltet. Jetzt sagt nicht, es gibt ja auch noch Graffitis, die man machen kann. Was haben wir denn jetzt? Lolas Rennen, Greaser Herausforderung. Ach du Scheiße. Nein. Nein. Jetzt haben wir da auch schon wieder eine Herausforderung. Na. Ja. Alter, jetzt. Also jetzt. Roundhouse Kick mit Chuck Norris. Aha. So. Ab ins Bettchen. Heute war früh Bettgänger. Ja, aber das mit dem Sprayen macht echt. Das ist ja auch eine schöne Idee. Das Spiel hat echt mit den besten Ideen. So viel Spiel Tiefe, generell dieses Gameplay-technische, was hier alles möglich ist. Echt gut. Ich weiß, ich klinge heute nicht so wirklich, oder die letzten zwei Parts nicht wirklich motiviert, aber es liegt an meinem Schnupfen, würde ich mal sagen, weil ich so langsam eine Erkältung ausbrüte. Was ich nicht hoffe, aber es sieht allen anscheinend nach danach aus. So. Das ist jetzt auch erstmal der Grund, warum ich jetzt erstmal ruhig bin, jetzt erstmal einen Schnitt mache und erstmal sage, danke fürs Zugucken und bis zu den nächsten Parts. Tschüss! Kommt zurück zu Let's Play Bully. Ja. Was wollte ich machen? Grease-Herausforderung haben wir. Lolas Rennen haben wir. Comic-Klepto haben wir. Auffüllen nochmal. Ja, gut. Dann würde ich erstmal sagen, wir pennen. Und dann gucken wir weiter. Wir müssten mal... Oh, wir müssten die Fächer mal abschließen. Weil... Ne, die letzten beiden haben wir richtig schön verhauen. Ich glaube, Kunst hatten wir das letzte Mal geschafft. Ja, Sport brauchen wir ja nicht. Und das nächste ist Arbeitslehre. Und Fotografie. Jo, dann warten wir erstmal wieder, bis es klingelt. Vorher lesen wir das schwarze Brett nochmal durch. Wasserfeste Leintücher. Jetzt erhältlich. Algernon und andere Interessenten bitte bei Miss Peabody melden. Ich habe einen Brief meiner Mami verloren. Bitte bringt ihn mir. Algernon, oh. Mann. Boah, diese armen Kinder, ernsthaft. Da kann man nur den Kopf schütteln. Egal. Also machen wir jetzt erst die beiden Unterrichtsfächer, weil wir die ja noch nicht haben. Weil Arbeitslehre ist ja nur wieder solche Reihenfolgen.
abarbeiten. Und ja, Fotografie ist nur wieder irgendwas fotografieren, das geht ja eigentlich auch. Das Einzige, wo wir hinterher wieder dabei aufpassen müssen, ist Mathe und Erdkunde. Weil das mit dem Zeitlimit sehr, sehr eng begrenzt ist. So. Fotografie müsste... was sage ich? Fotografie? Ich meine natürlich, ich meine natürlich Arbeitslehre. Das müsste hier hinten sein. Fail? Komm, drüber. So. Komm. Fail. Fail, fail, fail. Da haben wir nicht aufgepasst. Und wo sind wir? Sauber. Sauber. Kommen wir doch noch pünktlich. Ist das die letzte Biologiestunde? Super. Dann haben wir das wenigstens auch schon mal erledigt. Und Biologie damit auch abgeschlossen. Biologie 5. Remember, Class. The specimens are not edible, no matter how delicious they look. Oh, Junge. Die Lehrer sind so krank in dieser Schule. Also das toppt echt alles, was wir in Hogwarts damals gesehen haben. Und wir haben 3 Minuten dieses arme Tier. Was ist das? Ach, ein Schwein. Okay. Jetzt geht's aber los. Lecker. Ja, ja, es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Take your time, boy. Dissection is an art. Jetzt nochmal da. Achso, das haben wir schon. Nabelschnur. Ach, Lupe. Also. Richtig schöne Zeichnungen oder digitale Einfügungen von den Tieren, muss man sagen. Falsch. Oh, ich verwechsel mich auch mit dem Werkzeug. Es aussieht, als ob ich den Penis des Viehs mir geholt hätte. Den Unterleib aufschneiden. Haha, leckerle. Leckerle, leckerle. So, dann das Herz einmal rausschneiden. Damit die Metzger sich freuen. Schwein wird ja immer gerne genommen. Ach, jetzt sind erst wieder die... Ich wollte schon gerade sagen Hodensäcke, aber es sind ja die Lungen. Leckerle, leckerle, leckerle. Remember, slow and steady wins the race. Halt's Maul, du Scheißlehrer, so. Ich hoffe, wir kommen mit der Zeit aus, deswegen versuche ich gerade mal ein bisschen zu beeilen. Carefully. Ja, carefully, ich mach doch schon. Dissection is an art. Die Eingeweide noch. Oh, so langsam müssen wir uns beeilen. Haben nur noch 1 Minute, aber haben auch schon, glaube ich, bestanden. Take your time, boy. Trotzdem. Dissection is an art. Geschafft, sauber. Let's see if you can keep it up. Well, Hopkins, you seem to have passed biology. There must be some scientific explanation. Ja, ich bin super. Ladies and gentlemen, Skelett-Trophäe. Wie meinst du, was ist Skelett-Trophäe? Sauber, was ist denn das nächste? Musik, ey, wir könnten Musik gleich auch noch abschließen. Oh, das wäre mal super. Was können wir denn in der Zwischenzeit machen? Oh Mann, die ist noch für die Schulen. Ah ne, da vorne kommt ein Präfekt. Oder ja, war ein Präfekt. Oder Präfekt. Halt, ey, du siehst ja so aus, als ob ich dich noch nicht hätte. Anscheinend habe ich die Nerds schon alle. Not too bad.
Und schon ist es wieder weg. Und das hat jetzt nicht gerade viel gebracht, glaube ich, aber egal. Ja. Hier noch sonst irgendwo was? Vielleicht gibt es ja noch irgendwas in der Cafeteria zu holen. Wir haben uns ja noch nicht wirklich überall umgesehen. Schön, dass man sich hier auch hinsetzen kann. Sonst nichts. Okay. Umgucken konnte man sich ja mal. Wie sie alle weglaufen. Dann halt nicht. Sauber, Davis haben wir. Der Böse. Dich Idioten haben wir mit Sicherheit noch nicht. Okay, dann haut halt alle ab. Wir gehen zum zum Musikunterricht. Ja, wie die alle immer böse gucken. Ich mache aber gerne Fotos. Home Economics, Musik. Alt und Alt GR. Ich warte. I hope you're all taking this class seriously. Music should be an amazing outlet for personal expression. Not nein, just an opportunity to bang on things. Na, trotzdem hau ich nur auf zwei Tasten. Hoffentlich geht das jetzt einigermaßen los. Gleich sofort wieder für euch da.